Ja, hallo und guten Tag. Ich bin mal wieder in Japan und fahre hier jetzt gerade von der Dainichi Koi Farm rüber zu Tarazo Koi Farm. Ich habe Tsuyoshi vor etwa 4 Wochen 3 Trommelfiltersysteme rübergeschickt. Die wollen wir heute einbauen. Bei Tsuyoshi, der Tarazo Koi Farm, gibt es ein paar Veränderungen. Tsuyoshi hat all die Jahre so ein bisschen mit sich gehadert, weil er keinen Sohn hat, dem er das Ganze beibringen kann, und keinen Sohn hat, der die Farm jetzt nach gut 100 Jahren Existenz in die nächste Dekade rüberziehen kann. Zum Teil haben wir beide schon darüber gesprochen, ob es mir nicht möglich wäre, hier nach Japan zu kommen und wirklich bei ihm mitzuarbeiten, weiterzuarbeiten. Zum anderen hat er jetzt seine älteste Tochter Yuki soweit, dass sie also nach Hause gekommen ist, nachdem sie jetzt über 10 Jahre weg war von zu Hause. Sie hat in Amerika hat sie studiert. Sie hat daraufhin in Amerika bei einem Reisebüro gearbeitet, hat dann später in Okinawa angefangen, in einer amerikanischen Airbase zu arbeiten. Später dann hat sie noch ein paar Monate in Tokio gearbeitet, auch wieder bei einem Reisebüro. Sie hat jetzt glücklicherweise einen Partner gefunden, einen Gegenpart gefunden, der bereit war, mit ihr zurückzugehen nach Niigata und zu versuchen, Fuß zu fassen auf der Tarazo Koi Farm. Das ist nicht so einfach, wie ich das weiß. Ich habe mit Tsuyoshi die letzten Jahre sehr viel zu tun gehabt, sehr viel zusammengearbeitet. Ich habe sehr, sehr viele seiner Mitarbeiter kennengelernt. Da hatten wir bis vor 2 Jahren, bis Shotaro angefangen hat, hatten wir da ein ziemlich gutes rollierendes System drin. Shotaro ist Gott sei Dank geblieben. Shotaro ist jetzt auch ein ganz guter Gesprächspartner für den Freund von Yuki, weil Tsuyoshi selbst erklärt nicht unbedingt viel. Er ist bestimmt ein guter Lehrer und er ist ein hervorragender Koi-Züchter. Aber er ist nicht dieser Erklärlehrer, der einem einen super Vortrag hält, einem alles ins Detail erklärt, wie er es haben will, wie es ausgeführt werden soll. Und du kannst dann einfach an dieser Erklärung heranarbeiten, mitarbeiten und deinen Job machen, sondern bei Tsuyoshi musst du halt wirklich gucken, wie macht er es ganz genau. Homare, so heißt der Freund von Yuki. Homare hat natürlich noch auf keiner Koi-Farm gearbeitet. Er hat noch absolut keine Ahnung von der Koi-Arbeit. Darin liegt auch die Schwierigkeit. Also Tsuyoshi sagt halt zu mir, Harald, ihm das beizubringen, klar. Das kann ich tun, und wenn er dabei bleibt und über die Jahre dabei bleibt, weiß er, wie man Koi züchtet. Das Handwerkliche ist nicht das Problem, das zu erlernen. Aber diesen Sinn für Koi, welcher Koi zeigt Qualität für die Aufzucht in Richtung später mal Champion oder Champion in seiner Größenklasse, welcher Koi ist höchstes Niveau als Dreijähriger, Vierjähriger, und welcher Koi kann eventuell das Niveau durchziehen, bis er wirklich ausgewachsen ist, bis er wirklich für einen Grand Champion Titel in Frage kommt. Das sind ja auch riesen Unterschiede. Ja? Und dann natürlich, was den Züchter interessiert, welcher Koi ist gut für mich für die Zucht. Es besteht ein riesen Unterschied aus Oyagoi, also Zuchtfische, und Fische, die ich für Wettbewerbe benutzen möchte. Die Fische für die Wettbewerbe sind meistens das Ende der Hochzucht, das Ende der Blutlinie. Besser geht nicht mehr. Aber diese Champion der Wettbewerbe sind nur ganz, ganz selten gute Elterntiere oder geeignete Elterntiere. Sie sind einfach zu perfekt. Ja? Diese Fische können dann einfach keine super Jungtiere mehr bringen, weil sie einfach am Ende ihrer Qualität stehen oder am Ende der Zuchtziele stehen. Ja? Als wirklich gute Zuchttiere kommen für uns Tiere in Betracht. Beim Weib achten wir ganz besonders auf den Body. Beim Mann achten wir mehr auf Farbe und Hautstruktur. Und natürlich darf der Mann nicht irgendwelche
schlechten Körpereigenschaften weitergeben, ja, oder am Ende noch eine bestimmte Deformation weitervererben, ja, oder wenn wir diese Deformation erkennen, dann natürlich ganz schnell Richtungsänderung und dazu übergehen, dass wir das wieder rauskriegen aus der Blutlinie oder eventuell sogar Blutlinie aufgeben und neu anfangen. Natürlich auch das. Also da gibt es halt dieses Feld Beruf Keuzüchter. Ja, natürlich kannst du es erben von deinem Vater oder kannst es übernehmen von deinem Schwiegervater, wie das jetzt bei Omar eventuell der Fall sein wird. Aber erbst du auch den Sinn für Koi, diesen Verstand, erbst du den auch? Also ich werde mal jetzt diese ersten zwei Ernten, werde ich mir mal angucken, wie wir alle so miteinander passen. Die Züchter hier in der Gegend unterhalten sich so ein bisschen, weil Omare ist sehr, sehr bäriger Typ, ein sehr breiter Typ, sehr, sehr muskulös. Ich habe schon öfters den Ausdruck Kuma gehört. Kuma heißt Bär. Er ist ein Bär von einem Typ. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob der Bär auch dieses Riesenherz hat, neben Tsuyoshi zu bestehen und vielleicht die Tsuyoshi-Käufer, ja, in die nächsten 20 Jahre Koi-Business zu führen. Ich wünsche ihm dabei viel Glück und freue mich sehr auf eine Zusammenarbeit. Auch jetzt als Beispiel die drei Dainichi-Brüder. Shigeru wurde von seinen Eltern rausgeschickt in die weite Welt, nach Amerika. Er sollte die englische Sprache studieren als Ansprechpartner für Kunden aus dem Ausland. Und Shigeru wollte eigentlich in die Weltwirtschaft eintauchen. Er wollte gar nicht unbedingt in die Richtung Koi-Zucht gehen. Und heute ist eigentlich Shigeru der Motor überhaupt auf der Dainichi Koi-Farm. Ja? Futoshi hat sich so ein bisschen das Management angeeignet. Futoshi ist der Ansprechpartner für viele, viele Kunden. Er ist so mehr derjenige, der die Koi-Farm nach außen repräsentiert. Aber Shigeru ist eben der sagt, mit welchen Fischen gezüchtet wird, wie die Kombinationen aussehen, wie er sich die Linien vorstellt, wie er sich den Verlauf der Blutlinie vorstellt und wie er sich die Aufzucht vorstellt. Er ist derjenige, der die Auszubildenden anlernt. Er ist derjenige, der die Strukturen bringt auf der Dainichi Koi Farm. Und er ist der halt morgens um 5 wirklich auf der Matte steht oder jetzt, wo wir die Zuchtsaison haben. Schläft da ganz auf dem Auto vor den Gewächshäusern. Also wenn ich nachts um 2, 3 aus meinem kleinen Apartment rausgehe und kontrolliere vielleicht nochmal die Fischhäuser, dann steht Shigerus Auto vor dem Greenhouse Marucci Nummer 1. Da sind die Netzgehege drin mit den Elterntieren. Und da schaut Shigeru drauf, welche Tiere gerade anfangen abzuleichen. Er entscheidet dann, ob er die Tiere natürlich ableichen lässt oder ob er eine bestimmte Kombination fahren will. Sollte er sagen, okay, ich möchte nur dieses eine männliche Tier verpaaren mit diesem einen super Weibchen und habe ein gutes Gefühl dabei, wenn wir die Tiere auf künstliche Art und Weise abstreifen. Dann nimmt er das Telefon in die Hand und weckt 4, 5 Mitarbeiter. Jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, ich möchte das natürlich sehen, ich möchte es filmen, geht auch ein Anruf an mich raus. Der Anruf kommt so um 2 Uhr und dann sagt Shigeru, okay, 2.30 Uhr wollen wir anfangen. Und dann ist auch alles schon gerichtet, die sterilen Schalen und Messbecher, Spritzen, Küvetten und so weiter, das steht ja alles bereit. Das wird schon am Vorabend bereitgestellt. Und ja, dann werden die Elterntiere betäubt, werden eine tiefe Narkose gelegt, das Weibchen wird abgetrocknet und dieses Weibchen, was kurz vorher ja noch mit den Männern gerade zu Beginn des Ableichvorganges stand, also die Eier sind super reif, es ist alles so weit getaktet, dass es wirklich in diesem Moment hätte losgehen können, auf natürliche Art und Weise für diese Fische. Und dann nimmt man halt dem Weibchen den Laich. Sie lässt den auch einfach rauslaufen. Ja, das ist kein großer Druck für notwendig. Ihr seht das bei mir auf den Videos. Es reicht aus, den Fisch einfach nur einmal rumzudrehen im Frottee-Handtuch. Und dann laufen die Eier, die unbefruchteten Eier,
in eine Schale rein, die dann gewogen wird. Gutes Gelege, also um die 600, 700 Gramm. Und dann wird der Mann abgestreift und dann gibt man eben Eier und Samen zusammen. Die Befruchtung erfolgt dann in der Schale unter Umrühren. Und das Ganze wird dann auf Netzgewebe aufgetragen. Und diese Gewebe werden wie in solchen Kassetten in einem weiteren großen Laichnetz aufbewahrt. Das, die ganze Sache ist sehr, sehr sauber. Man wechselt das Wasser nochmal. Man gibt nachher Grünoxalat dazu, dass die Eier nicht verpilzen. Und dann hat das Ganze eine Zeitigungsdauer von 4 Tagen. Nach 2 Tagen schlüpfen die Larven. Nach weiteren 2 Tagen schwimmen sie frei. Und dann fängt man mit dem Kurobetsu an. So viel zu den Tagen, die ich jetzt hier verbracht habe in dem Laich-Business.